Sieh mal einer an. Du warst ja auf einmal so brav wie ein kleines Lämpchen. Du kennst also Yukio und den Alten, hab ich recht? Naja, ich war immerhin Shiro Fujimotos Schülerin, weißt du? Das heißt, du bist eine Nonne? Tut mir leid, aber ich habe noch kein einziges Mal zu Gott gebetet. Weil ich an einem absolut düsteren Ort gelebt habe. Ich lebte nur, um jeden Tag wieder von Neuem zu überleben. Ein Mann hat mich aus diesem Leben gerettet. Das war Shiro Fujimoto. Oh, diese blauen Flammen. Sie sind das Zeichen eines Sprosses von Satan. Dann haben mich meine Augen also tatsächlich nicht im Stich gelassen. Mein Name ist Astaroth. Lasst uns gehen, junger Herr. Fürst Satan erwartet euch sehnlichst. Du bist kein Mensch, sondern das Kind eines Dämons, geboren von einem Menschen. Ich bin kein Dämon! Werde dir endlich bewusst, dass die Dämonen es auf dich, allein auf dich abgesehen haben. Ist das so? Renn! Lass mich los! Du wirst mich doch sowieso nur rausschmeißen! Ich bin ja eh nur der missratene Sohn! Ist es denn wirklich so wertlos, dass du es immer wieder anderen Leuten zum Geschenk machst? Dieses Ding? Ganz bestimmt nicht du! Ryuchi! Ich werde studieren und werde ein Exorzist! Und dann besiege ich Satan! Und dann baue ich unseren Tempel wieder auf! Du willst Satan besiegen? Du sagst ja wirklich lustige Sachen. Ich meine es ernst! Das ist mein voller Ernst! Ich habe es satt, mich die ganze Zeit hinter dem Rücken von jemand anders zu verstecken und mir immer nur helfen zu lassen. Ich will doch auch, wie Durin und Yuki-chan, so stark werden, dass ich jemand anderem helfen kann! Sagten Sie nicht, Sie hätten nicht vor, ihn umzubringen? Neuhaus-Sensei? Ausgezeichnet, Yukio Okumura. Ehrfürchtig spreche ich zu dir, Gottheit Inari. Es gibt kein Begehr, das ich so nicht verwirklichen ließe. Hör mir genau zu! Ich bin derjenige, der Satan besiegen wird! Halt du dich da also raus! Ich werde doch jetzt nicht zurückkehren. Für einen solchen Lebemann wie mich gibt es doch keine amüsantere Spielwiese als diese hier. Und das amüsanteste Spiel von allen hat gerade erst begonnen.